Lasset die Freudenglocken läuten nach dieser pompösen Premiere. Am liebsten mit ein wenig Sadomaso. Was gibt's Besseres, um eine angeknackste Seele aufzufrischen, als eine gründliche Gesichtsbehandlung? Am liebsten mit ein wenig Sadomaso. You sexy mother. Sexy, sexy. Wie geht's Ihnen gut? Ach, ich kann keine Antworten sagen. Das ist auch ganz dicht. Schön sein, wir müssen leiden. Ich kann nicht antworten. Grundgütiger. Nicht, dass der die Nase abreißt. Die war teuer. Rita! Juhu! Komm, Doc, ich bin entwachst hier. Alle Löcher entwachst. Das ist die Mutter wie neu. Ja, war wie toll das ist. Ja, das schön. Das ist schön auf Null, schön. Gell? Mhm. Boah. Mm. Mm. Ist das so weich, mm. ne? Sonst hat man ja mal so Stoppeln. Ja, ne, der hat es auf Null gemacht. Weit, das ist ja. Ganz auf Null, ja. Da könnte man ständig fummeln. Und auf Null heißt? Ja, keine Haare mehr, Null. So alles tätowiert. Ach so. Null. Zero, Darling. Zero, alles auf Zero. Live, komplett. Ja, oh, Null. Da wird gleich genullt noch. Das ist noch nicht. Für mich ist es nicht nur, wenn ich Gäste empfange, sondern grundsätzlich sehr wichtig, dass alles perfekt ist. Und deshalb habe ich den Bart, den ganzen Kopf mit Permanent-Make-up machen lassen. Dann kann man das auch auf Null rasieren. Und es sieht immer noch aus, als wären da Haare. Und so perfekt kriegt man es eigentlich halt überhaupt nie hin, wenn die Haare wachsen. Also das war ein ganz guter, ganz cleverer Schachzug. Heute kommt Elektra Elite und deshalb habe ich mich mal ein bisschen so angezogen, wie es Madame gefallen könnte. Madame Elite ist der Ehrengästin im ersten Podcast von Herrn Glückler. Wow, Mama Mia. Mama ist guten da. Guten Tag, ja, sag dann mal. Geht es wow. dir? Du siehst ja toll aus. Mama Mia. Oh, hallo. Versace überall. Also, ja. Alles ganz nach dem Geschmack des Modezaren. Elektra Elite hat ein bewegtes Leben und einiges zu erzählen. Genau die richtige Gesprächspartnerin für einen Podcast. Ich kenne Elektra von früher, noch als sie ein Mann war. Und sie hatte mich damals angesprochen. Es ging darum, dass sie mit dem Gedanken spielte, sich umoperieren zu lassen. Hat sie da auch bekräftigt. Warte mal, wir machen mal die Blumen ein bisschen weg, dass wir uns sehen. Wäre ja schade, wenn ich dich nicht sehe. Ja? Sie ist natürlich ein bisschen exzentrisch, das ist klar. Sie hat ihren Weg gefunden. Aber sie hat ein großes Herz. Sie ist ein toller Mensch. Und sie weiß aber auf der anderen Seite auch sehr genau, was sie will. Man merkt, Herr Glöckler hat Elektra wirklich gern. Elektra, ich habe etwas für dich. Ja. Ein kleines Geschenk für zu Hause. Ein Cape mit Kapuze. Guck mal. Ich sehe dich, du kommst aus dem Zimmer. Spektakulär. Du das Cape und... Einfach Push-up. Ja. Unterwäsche und fertig. Ja, ja, eben. Ist das nicht ein bisschen zu pervers? Och, sag mal. Sag mal, Schatz. Also, dass du da Sorgen hast? Also, wie alle wissen, meine primäre Arbeit, das ist Prostitution. Deutschland hat das schon auch, Zeitungen haben geschrieben über das, Schweizer Zeitungen haben geschrieben, ganzer Balkan. Und zwei Tisch Musik als Sängerin. Und ich kann dir sagen, ich mache beides spektakulär. Mit Sicherheit. So, der neue Frühstücksmantel sitzt. Aber ich habe gedacht, für zu Hause, wenn du morgens aus dem Bett kommst und denkst, man muss ein bisschen etwas anziehen. Ich gehe nehmen Croissant, 9 Uhr am Morgen. Ja, Croissant holen oder so beim Bäcker, ja, weißt du? Beim Bäcker, schnell. So, ich habe keine Zeit gehabt. Bitte, bitte. Ja. Ja, ehrlich, ich bin sprachlos. Es hat geklopft, der Podcastmann. Kommen Sie rein, Tag. Hallo. Ein Herr Glöckler arbeitet natürlich nur mit hochprofessionellem Audio-Equipment. Das ist mein erster Podcast überhaupt, den ich mache. Und ich dachte, Elektra ist da ein heißes Thema. Das Thema Gender, das Thema Queer, das Thema Transwoman, Gay. Ja? Warum nicht mit ihr die Reihe starten? Eben, langweilig wird das garantiert nicht. Nur schade, dass man die sexy Klamotten nicht sehen kann. Aber so ein bisschen Schwund hast du ja immer. Stopp mal kurz. Wir müssen mal kurz die Rita, damit die überhaupt weiß, dass jemand sie abholt und nicht in ein Taxi springt oder irgendwas, falls wir ein bisschen spät waren. Verstehen Sie, was ich meine? Rita ist Herrn Glöcklers Best Girlfriend Forever. Sie kommt aus Stuttgart angeflogen. Ja, die ist like a melody.
Hallo, hi. Ja. Du wirst am Flughafen abgeholt von dem Fahrer. Deshalb guck auf ein Schild und warte, da renne ich in ein Taxi oder so, ja? Okay. Ja, okay. Was ist denn los? Was stöhnst denn so? Ist gerade Drängelei hier. Ja, ja, bei uns auch. Ich drehe die ganze Zeit. Ich wollte nur Bescheid sagen, gell? Okay. Alles gut. Gut, ciao, ciao, ciao. Dachte, dass ich am Sterben. So, okay, Elektra. Okay. Ja, kommst du. Rita ist verarztet. Wir freuen uns auf einen tabulosen Podcast. Bellissimo. Können wir einmal einen kleinen Test machen? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, Polizei. Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Harald Glöckler. Und dieses ist der erste Podcast. Kurz durchatmen. Gar nicht mal so einfach, so ein Podcast. Hören wir uns beide? Ja, super. Ich begrüße ganz herzlich hier und heute Elektra Elite. Elektra Elite. Hallo, 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 Harald. Vielen, vielen Dank für solche Worte. Ich werde dir antworten auf alle möglichen Fragen. Kalte und heiße, beides. Danke, mein Schatz. Meine Ohrringe? Ich höre gerade die Ohrringe, ja. Jetzt gerade fällt es mir auf, können wir die vielleicht abmachen? Kannst du probieren. Ich weiß gar nicht, wie es geht. Ja, dann ist deine Frage. Dann müssen die Ohrringe raus. Für solche Krisenlagen hat Elektra immer ihren Assistenten dabei. Perfekt, vielen Dank. Elektra. Halleluja, der Podcast fängt an. Herr Glöckler geht direkt ans Eingemachte. Dann hast du einen Job begonnen, der einen Beruf, eine Berufung, kann man bei dir sagen. Du wurdest die exklusivste der Schweiz. Ja, in meiner Geschichte gibt es auch diese finanziell, das hat mich gepusht. Ja, ja. Noch mehr in das, noch mehr in investieren in mich. Also ich bin keine unter von Bricke. Und Schweiz ist auch ein bisschen konservatives Land, aber Feedback war spektakulär. Mir ist sehr wichtig, dass wir weniger Tabus, das hat es über Transsexualität. Wir leben jetzt momentan in einer so schwierigen Situation, ganze Welt, und wir dürfen uns nicht geben unsere Freiheit, verstehst du? Und das, was wir brauchen, das ist unsere Freiheit, dass wir sind frei, das Leben mit vollen Lungen. Ich bewundere deine Kraft und deinen Willen, dein Leben so zu leben, wie du es für richtig hältst, denn das ist der einzige Weg. Ich wünsche dir viel, viel Glück und viel Erfolg weiterhin und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, um unser Gespräch fortzusetzen. Lasset die Freudenglocken läuten nach dieser pompösen Premiere. Was sagt der Maestro? Es war wunderbar. Wir haben ein tolles Gespräch gehabt. Ein ehrliches, offenes Gespräch. Ja. Und das ist aber auch, wenn man sich vertrauen kann, dann kann man auch gut reden und über Dinge sprechen. Und ehrliche Geschichte. Ja. Und ich denke, wir werden das noch nachholen und noch einen weiteren Podcast irgendwann machen. Aber das ist ein toller Anfang und ich bin sehr glücklich. Es war spektakulär. Jetzt noch das Porträt der Künstler und dann muss Herr Glöckler dringend weg.